Moin Leute, was geht? YNJ Motorsports ist hier wieder am Start. So, 21er Gaser ist drauf. Hab alles ziemlich fett gemacht. Also die, ich habe keine Düse angefasst. Ich habe den Vergaser so gelassen, wie er war. Ich habe nur die Vergasernadel auf so fett wie möglich gestellt. Heißt, die tiefste Kerbe genommen, damit die Nadel so hoch wie möglich sitzt. Und es sind jetzt gerade 5 Grad, glaube ich, oder 6. Und ich fahre jetzt gerade einfach mal nur, um zu gucken, wie sich das verhält. Das Feinabstimmen, das kommt dann im Frühjahr, wenn das so 10, 15 Grad sind. Weil ich, da habe ich im Winter keinen Bock drauf, weil ich fahre damit ja meistens nur im Frühling bis Herbst. Bei 15 bis 20 Grad. Und es fühlt sich auf jeden Fall schon ganz gut an mit dem Vergaser. Das Ansprechverhalten ist auch schon gar nicht so schlecht. Dafür, dass es alles auf fett wie möglich eingestellt ist. Wir gucken nachher nochmal eben nach der Zündkerze, wie das aussieht. Aber ich bin damit schon ein paar Mal jetzt gefahren. Hallo. Und ja, fühlt sich ganz gut an. Zieht auch gut. Und ja, das Problem ist auch weg. Was wir hatten, dass der Roller nicht mehr anging, nach wenn du ihn 3 Stunden stehen gelassen hast. Das ist alles jetzt super. Er geht nach einer Woche auch immer noch an. Also den Test hat er schon mal bestanden. Ja. Und der geht brutal weg. Also was heißt brutal? Viele sagen ja immer so, oh, brutal ist hier MK2, was weiß ich. Aber für einen 70er Street Race, ich finde das ist schon gut. Weil ich habe jetzt den genauen Unterschied zum 19er. Und wenn ich das Gas aufreiße, das ist schon... Ich habe ja auch einen manuellen Schub, wir können das jetzt auch mal ausprobieren beim Beschleunigen. Beziehungsweise ich glaube, das müsste auch gehen, wenn ich jetzt das Gas halte und dann den Schub reinmache. Hört ihr das? Er fängt an zu stottern, weil ich den Schub gezogen habe. Mache ich den Schub wieder raus, lass das Gas so, dann erholt der Motor sich. Man hört das. Ich mache es jetzt nochmal genau. Lass ihn wieder los. Jetzt habt ihr den Unterschied gehört. Das heißt, der Vergaser läuft auf jeden Fall zu fett. Ah, aber untenrum, der ist schon geil. Macht richtig Spaß, wieder zu fahren. Auch wenn es kalt ist. Aber, ja, wie gesagt, das Problem ist behoben. Ich hatte richtige Tiefs schon mit dem Roller, muss ich sagen. Also, ich war schon richtig verzweifelt. Und das lag nur an dem beschissenen Vergaser und wir wissen immer noch nicht, woran das liegt. Ich habe den jetzt in der Ecke geschmissen. Keine Ahnung, ich will den auch nicht mehr anfassen. Ist mir jetzt auch egal, scheißegal. Wir machen jetzt 21er abstimmen. Ich bin immer mal an dem Roller bei, ihr seht es jetzt ja. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, bis das Wetter besser wird, dass ich den vernünftig abstimmen kann. Dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Und haut rein!